Hier vorne steht ein Dozent unter anderem für Cybersecurity. Er wird uns heute zeigen, wie anfällig ein Windows 10 Rechner für einen einfachen Raspberry Pi Zero ist. Einen kleinen Applaus bitte für Tom Gries. Ja, vielen Dank, Alan. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf noch guten Morgen sagen, denke ich. Ne? Von der Zeit her passt es noch. Willkommen zu meinem Talk PornPy Aloha. Ich weiß nicht, wer kennt PornPy Aloha? Wer hat da schon mal von gehört? Oh. Wer kennt den Rabadaki? Ja, okay. Das heißt also, das Prinzip ist eigentlich das gleiche, nur dass er ein bisschen mehr kann. Und das Überraschende ist, PornPy Aloha, wenn man da bei YouTube mal schaut, findet man gar nicht so viele Videos. Das ist zwar ein bisschen mehr geworden in den letzten 2-3 Jahren, aber alle noch abzählbar. Ja. Was ich persönlich ein bisschen überraschend finde, weil ich denke, das Ding, das kann was. Ich möchte euch heute am Beispiel von Windows 10 vorstellen, denn theoretisch geht es überall. Bei dem einen vielleicht ein bisschen leichter, beim anderen ein bisschen schwieriger, aber Windows 10 ist so ein toller Kandidat dafür. Das mache ich jetzt seit Jahren mit Windows 10, mit 11 habe ich es noch nie ausprobiert. Bevor wir loslegen, also wenn ihr auch sowas mal zu Hause machen wollt, ja bitte nur zu Hause, ne? Ihr kennt das mit dem Legal Disclaimer. Ich weiß nicht, ob der mich schützt, aber ich fühle mich besser, wenn ich den zeige. Und worum geht es? Um PornPy Aloha. PornPy Aloha ist im Prinzip die Software, die hier drauf ist. Und das ist ein Raspberry Pi Zero W. Das W ist wichtig, weil ich brauche ein bisschen WLAN. Ups, das habe ich hier, baue ich gerade hier um. Ich brauche ein bisschen WLAN. Und wenn ich den jetzt anstöpsel an einen Windows-Rechner oder auch anderen, dann sagt er dem, hallo Kollege, ich bin eine Tastatur, ich bin auch eine Maus, ich habe auch noch einen USB-Speicher mitgebracht und ach ja, einen Wi-Fi-Access-Point habe ich auch noch und ich baue dir auch gerade nochmal einen LAN auf und viele andere Dinge können wir damit auch noch mitmachen. Das heißt, der Windows-Rechner, der weiß erstmal gar nicht, dass es gar keine Tastatur ist, der akzeptiert das. Machen andere mehr oder weniger auch. Ich bin jetzt neuer Mac-User, habe festgestellt, wenn ich sowas mit dem Mac mache, da so irgendwas einstöpsle, dann werde ich immer gefragt, möchtest du das denn wirklich haben? So, wie sieht das Ganze aus? Also der Aufbau, den wir heute haben, ich habe einen Opferrechner, vielleicht könnt ihr den sehen, das ist so ein Surface hier. Den werde ich jetzt mal so ja, ein bisschen angreifen. Da schließe ich dann gleich den Raspberry Pi hier an. Der bootet dann, beziehungsweise ich kann den auch nochmal vorbooten. Vorbooten heißt, ich habe hier meine Powerbank mitgebracht, eine schöne, schicke kleine. Und der hat zwei Anschlüsse, der Raspberry Pi Zero. Der mehr in der Mitte ist, das ist der USB-Anschluss und Power. Und der außen ist, der macht nur Power. Und wenn ich die jetzt anstöpsel, dann fängt er an zu booten. Ich denke mal, hier vorne kann man es vielleicht erkennen in den ersten Reihen und blinkt schön. Also kann die Kamera das auch so mit auffassen. Der bootet jetzt und wenn ihr eure Handys gleich rausholt, dann seht ihr ein neues Netzwerk. Das Default-Passwort habe ich geändert, damit sich jetzt keiner damit verbindet und mir die Show kaputt macht. Sollte man auf dem Hacker-Event immer machen. Gut. Was habe ich dann? Ich habe noch ein Gerät, mit dem ich das Ganze steuern möchte. Das ist der Unterschied zu dem Rabadaki. Da packe ich Skript drauf, muss mir vorbeleben, was ich will, stecke den ein, dann macht er das. Und den hier kann ich noch on the fly quasi kontrollieren. Ne? Dafür habe ich dann das Handy mitgebracht. Das Handy muss normalerweise nicht mit dem Rechner verbunden sein. Das mache ich jetzt hier, weil ich das gleich hier auf das Display spiegel, damit ihr seht, was ich am Handy mache. Also das Kabel ist jetzt nur für den Vortrag notwendig. Alternativ oder zusätzlich kann ich auch noch einen einen Rechner damit verbinden. Das heißt, ich habe ja einen WLAN hier, Access Point aufgespannt und kann mich mit dem Laptop da auch verbinden. Ist vielleicht für das eine oder andere ein bisschen angenehmer, gerade wenn ich am Skripten bin, weil ich eine schöne Tastatur habe. Im Handy ist es ein bisschen fummelig. Ne? So, das ist aber noch nicht alles. Wenn ich sage, nee, ich möchte auch noch die Daten irgendwie raus haben, dann könnte ich mir noch einen mobilen Internetrouter mit einer SIM-Karte noch daneben stellen.
Und dann verbinden die beiden sich auch noch und dann kann ich auch mit dem Raspberry Pi ins Internet raus und da die Daten irgendwo hinlegen. So, bevor wir jetzt loslegen bei diesem Einbruch, was macht ein Einbrecher denn zuerst, wenn er irgendwo einbrechen möchte? Haben wir hier Leute mit Erfahrung? Ja. Die Tür knacken oder das Fenster. Ja, und was ist das Wichtigste beim ganzen Einbruch? Das passende Werkzeug. Auch. Ich will woanders drauf hinaus. Ja, also er will keinen Krach machen und Alarmanlage ausschalten. Das, glaube ich, sind die beiden wichtigsten Dinge. Ne? Und genauso ist das hier auch aufgebaut. Also ich schließe den gleich an. Und das Erste, was ich dann machen werde, ne, ist natürlich erstmal den Sound deaktivieren. Ich weiß ja nicht, hat er welchen, hat er keinen. Und den Defender. Gerade wenn ich vielleicht sage, oh, ich brauche mal ein paar andere Tools, zum Beispiel Mimikatz, ne, da wird jeder gleich Alarm schlagen oder der Defender und wird mir das Tool runterschmeißen. Dann ein bisschen Privilege Escalation, also ich mache mich mal zum Admin. Hintergrund ist, ich bin hier ein lokaler User, der aber Adminrechte hat. Und immer wenn administrative Tätigkeiten ausgeführt werden, dann kommt Windows und promptet mich, willst du das wirklich machen? Ja, nein. Das ist natürlich sehr einfach, dann auf Ja zu klicken. Das ist ein kleiner Unterschied zu Linux. Bei Linux ist das üblicherweise, kommt auch ein bisschen auf die Distribution drauf an, so, dass wenn ich Admin-Tätigkeiten machen möchte, ich das Passwort angeben muss. Wenn ich das nicht weiß, kann ich das nicht machen. Da ist also ein bisschen mehr Schutz dabei. So, dann machen wir mal ja Umgebungsvariablen dumpen. Office-Dokumente kopiere ich mal rüber. Die Host-Datei manipulieren, erzähle ich vielleicht noch ein paar Worte zu, warum das interessant ist. Dann mache ich mich noch zum System-User, das ist noch ein bisschen mehr als der Admin, der kann tatsächlich nachher alles. Dann werde ich noch Passwort-Hashe dumpen und danach, ne, ich bin anständiger Einbrecher, ich räume auch wieder auf. Schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Das Problem ist nämlich immer, wenn ich einen zweiten Ausgang angeschlossen habe, dass sich dann einige Einstellungen ändern und da muss ich zur Not mal per Hand eingreifen. Ja, wenn ich dann einen normalen Rechner so angreifen würde, da habe ich ja nicht plötzlich ein, zwei Monitore mehr oder Audio-Devices, sondern das passiert hier bei Vorträgen immer. Ja. Das erzähle ich an einer entsprechenden Stelle. Und greife dann zur Not ein bisschen mit der Hand an. So, der ist jetzt vorgebootet. Ich meine, so lange braucht er auch nicht. Ja, dann stecke ich den mal ein. Und dann schauen wir mal, welche Magic passiert, wenn ich da jetzt rankomme. Doch, zack. Ich hoffe, er hat mir den jetzt nicht wieder weggekickt. Den mache ich mal ein bisschen klein. Ihr habt gesehen, da ist aber mein Fenster aufgegangen, Explorer-Fenster. Habt ihr noch nicht? Moment, dann muss ich... Dann muss ich spiegeln. Moment. Spiegeln, spiegeln, spiegeln. Da. So, jetzt funktioniert. Da ist gerade dieses Fenster aufgegangen, was ich gerade ein bisschen kleiner mache, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. Das ist jetzt das Laufwerk E. Der hat sich als USB-Device zu erkennen gegeben. Laufwerk E hat er bekommen. Das weiß ich immer ja vorher nicht. Ne? Und ich habe hier nochmal die Registry offen, weil da schreibe ich nachher auch noch was rein. Kann man nochmal gucken, wie das denn aussieht. Und das hier ist das Handy. In der Hoffnung, dass er gerade mal richtig synchronisiert, sonst muss ich mal neu verbinden. So. Das sieht gut aus. Ich mache mal einmal eine neue Verbindung, dann ist das ein bisschen stabiler. Ja, sieht besser aus. Das ist das, was ich auf dem Handy sehe. Das heißt, das Handy, das hat sich jetzt schon verbunden mit dem PornPy Aloha. Und zwar seht ihr jetzt da oben rechts,
Ja, diese kleinen Bömmchen mit dem Tomo, das ist so halb original. Ich habe einfach nur das Tomo dran geschrieben. Kann man wunderbar leicht erkennen. So, bevor wir anfangen, gehe ich noch mal einmal auf diese Seite und zeige euch das mal im Groß, was da alle für Möglichkeiten drin sind. Das ist am Handy ein bisschen fummelig, ne? Ich habe einmal USB-Settings, das heißt also, wenn ich das initial aufsetze, kann ich mir eine Vendor-ID ausdenken, eine Product-ID, Manufacturer-Name, hier Product-Name und so weiter. Alles kann ich einstellen. Ich kann hier auf der rechten Seite kann ich sagen, was sollst du denn alles können? Also hier für Windows habe ich jetzt noch ein Ethernet over USB aktiviert. Ich habe ihm gesagt, ja, er soll ein Keyboard sein, er soll eine Maus sein und er soll ein Flash Drive sein. Kann ich hier alles einstellen. Wi-Fi Settings, da sage ich eben, was er ist, ein Access Point oder was auch immer. Ich kann es hier enablen, disablen, welchen Kanal nehme ich, die SSID festlegen und das Passwort, was ich natürlich geändert habe, damit ich da nicht unterbrochen werde. So, was haben wir noch? Bluetooth. Ich kann auch Bluetooth aktivieren, habe ich aber jetzt nicht aktiviert. Da auch noch verschiedene Namen geben. Network Settings. Ich kann hier die Interface auswählen, nämlich Bluetooth, USB oder WLAN. Wir haben jetzt hier WLAN, habe ich mich verbunden. Da kann ich noch sagen, welche IP-Adresse möchte ich denn haben oder auch das Netzwerk kann ich einstellen. Den DHCP-Server, dass er automatisch Adressen vergibt, wenn sich einer mit dem Access Point verbindet, also all das, was ein ganz normaler Router eigentlich auch so macht, ne, wie zu Hause. Und auch schön Trigger Actions, das heißt, wenn bestimmte Sachen passieren, eine bestimmte Taste gedrückt wird oder mehrfach gedrückt wird, dann mach was. Ne. Was ich 10-mal die Numlock-Taste drücken und dann soll irgendein Skript starten, kann ich damit verbinden. Gut, die Event-Logs, die sind jetzt nicht so spannend, da steht irgendwie drin, was passiert ist und das war das Letzte. So allgemeine Settings, da geht es dann darum, die Dinger zu speichern, was sind denn die Defaults, wenn der startet und so weiter. Was uns auch interessiert, sind die HIT-Scripts. HIT steht für Human Interface Device und das sind genau Maus und Tastatur und solche Dinge. Und das Prinzip ist recht einfach, ne? Ich lade etwas oder ich schreibe mir so ein Skript oder lade mir eins aus dem Internet. Ich lade das dann hier rein und starte es. Und das mache ich jetzt gleich alles mit dem Handy, weil sonst funke ich mit der Maus dazwischen. Und dann kann es sein, dass die Skripte nicht mehr so richtig laufen. Ja, wunderbar. Das wollte ich gerade nicht. Okay, er hat sich wieder gefangen. Ich gehe hier jetzt auch zu den HIT-Scripts. Lade das erste Skript und da seht ihr schon, da ist eine gewisse Auswahl. Die habe ich alle selber erstellt. Und lade die jetzt nach und nach und führe die aus. Normalerweise kann man dann das eine oder andere kombinieren, aber für so eine Demonstration ist es immer besser, man macht da einzelne. Damit ihr erstmal seht, was passiert eigentlich oder was kann das Ding eigentlich, lade ich mal so ein Demo-Skript und lasse es jetzt laufen. Also ich habe hier meine Hände weg, ich mache gar nichts. So, das ist so eine natürliche Schreibgeschwindigkeit. Wenn ich denke, naja, ich möchte es auch ein bisschen schneller haben, dann kann ich das auch einstellen. Das geht alles in dem Skript. Ja, kann ich noch ein bisschen Gas geben. Also ich habe jetzt damit die Maus bedient, ich habe die Tastatur bedient und dann macht das alles wieder zu, ohne zu speichern. Das habe ich alles in dem Skript drin. Wir können mal ganz kurz einen Blick in das Skript reinwerfen. Das mache ich dann wieder hier, weil es ein bisschen besser zu sehen ist. Laden wir es erstmal. Das muss ich natürlich ja auch laden. Und dann sieht man auch mal, wie simpel das aufgebaut ist. Ich lege das Layout fest, was für eine Tastatur habe ich hier. Ich habe eine deutsche Tastatur. Die Geschwindigkeit, mit der ich tippen möchte. Und dann habe ich zwei wesentliche Sachen, oder vielleicht auch drei, vier. Ich habe das Press, das sind bestimmte Sondertasten. Ich habe das Type, dann habe ich Buchstaben, Ziffern und so weiter. Ich habe ein Delay. Ich habe hier sehr viele Delays drin und sehr große Delays. Das liegt daran, wenn ich sowas mit einem angeschlossenen Beamer mache, da geht der Rechner manchmal so ein bisschen in die Knie und deswegen muss ich das sehr, sehr langsam hier machen, damit das Skript sich quasi nicht selber überholt.
Und das war's. Dann habe ich hier noch eine Vorschleife und ihr seht hier, ne, mehr ist das nicht. Das ist ein bisschen JavaScript. Das kann man auch, wenn man vielleicht keine Erfahrung mit Scripting hat, kann man es eigentlich recht gut lesen. Ja? Gut, ja, dann fangen wir jetzt mal richtig an. Mal gucken, was wir noch so können. Ich muss das mal irgendwie ausstellen, dass der hier immer dreht. Habe ich das hier? Ja. Laden wir das nächste Skript. Wir haben gesagt, das erste, was wir machen, ist, wir disablen Sound. Ich muss ja selber mal ein bisschen mich überraschen lassen, ob es so funktioniert. Oder beziehungsweise gucken wir mal einmal. Nee, ich lasse mich überraschen. Das ist genau der Punkt, wenn er jetzt eine zweite Soundkarte durch diesen HDMI erkannt hat, das weiß ich nicht, ob da einer drauf liegt, dann muss ich das Skript eventuell zweimal machen. Sonst läuft das mit einmal durch. Also starten wir. Und alles, was ich jetzt mache, sind Tastatureingaben. Ja, er hat noch einen zweiten, den HDMI, das sehe ich gerade. So, deaktivieren, zack. Das ist das Erste, was deaktiviert ist. Und ich lasse das Skript jetzt einfach nochmal laufen. Und dann sollte es funktionieren, dass er auch das Zweite gleich deaktiviert, den Lautsprecher. Und dann sehen wir hier unten rechts, ja, da war es, das kleine rote Symbol. Sound ist aus. Was machen wir als nächstes? Wir disablen Defender. Jetzt habe ich da zwei Skripte für mitgebracht. Das eine hat noch die Endung PS. Das ging mal, ich lasse es einfach mal ich zeige es einfach mal. Das ging mal mit der PowerShell. Das heißt, ich konnte mit dem PowerShell-Befehl konnte ich den Defender disablen. Das geht aber schon, ich glaube, ein gutes Jahr nicht mehr oder vielleicht sogar noch länger. Und wenn ich das dann feststelle, sage ich, oh, das geht nicht mehr. Ja, was mache ich denn dann? Also Defender, achtet mal hier unten drauf, hier unten rechts, ne, grüne Symbol, der ist immer noch aktiv. Den will ich aushaben. Also, wenn das nicht mit dem mit der PowerShell geht, dann geht es aber mit der Tastatur. Und dann lasse ich das jetzt so laufen, dass ich einfach nur die Tastaturbefehle eingegeben habe. Dauert jetzt ein bisschen, weil er auch das schön langsam macht zum Nachverfolgen. Ja, möchte ich. So, hat sich ausdefendert. Jetzt kann ich anfangen. Weil ich habe ja auch hier was drauf, Tools. Jetzt darf ich euch die zeigen. Das schickt ja nicht mehr zu. Da ist ein Mimikatz mit dabei. Der hätte ich jetzt schon angeschlagen. Er hätte gesagt, boah, das finde ich aber gar nicht gut. Da ist ein PW-Dump mit dabei und all solche Sachen. Die findet der Defender nicht so gut, die Tools. Also wir vielleicht ja, aber der Defender mag die irgendwie nicht. Ups, ein zu viel. Da. Und jetzt können wir eigentlich loslegen. Das heißt, wir haben schon mal Ruhe im Karton und jetzt kommen so ein bisschen die ersten Schritte, die wir machen. Das erste ist, wir müssen erstmal Adminrechte haben. Und wir machen das Ganze überwiegend an der Eingabeaufforderung. So. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal eben Adminrechte. Ich habe noch ein HUMI dazu gepackt, damit sieht man, also ich bin noch der normale User, der heißt hier Lifehacking. Habe aber, das sieht man hier oben, Administratorrechte. Ja. So, ich möchte ja was speichern auf dem USB-Device. Jetzt vergibt Windows immer den nächsten freien Buchstaben und ich kenne den nicht. Also den muss ich erstmal rausfinden. Und dafür habe ich ein Skript, was nichts anderes macht, als nur den Buchstaben rauszufinden. Und ich lasse das hier alles mit ausgeben, damit ihr mal seht, was passiert da so. Also das ist ein extra Echo quasi, beziehungsweise das ist nicht unterdrückt, damit ihr seht, ah, da ist eine ganze Menge. Und ihr seht auch, ich habe in den Register hier was reingeschrieben, da ist so ein Rec drin. Und wenn ich jetzt einmal das aktualisiere, sieht man, da habe ich mir reingeschrieben den Laufwerksbuchstaben. Den muss ich mir ja irgendwo merken und kann mir dann irgendwo wiederholen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man das in
in die Umgebungsvariablen reinpackt, weil sobald ich dann die nächste Shell aufmache, dann weiß er das dann von nichts. Ne? Und die Registry kann ich leichter auslesen. So, kommt erste Payload, das heißt, wir dumpen mal die Umgebungsvariablen. Warum ist das interessant? Da stehen manchmal tolle Sachen drin und manchmal sogar Zugangsdaten oder Passwörter. Ne? Es gibt ein paar Anwendungen, die schreiben in die Umgebungsvariablen Passwörter. Ganz tolle Idee. Ja? Ja, ich sehe schon, ihr seid da bei mir. Ne? Also da könnten Informationen drin stehen, die interessant sind. Also es wäre eine vertane Chance, das nicht zu machen. Ja, also dumpe ich die einfach mal mit. Und ihr seht jetzt hier, da gibt es ein neues Verzeichnis, das heißt, hat den Rechnernamen angenommen und da drin habe ich ein Verzeichnis Dumps und das sind ist der Set-Befehl. Wenn ich den nur so eingebe, dann gibt er mir alles aus. Und das sind die Umgebungsvariablen. Ich habe das einfach nur TXT genannt, damit es sich schneller öffnen lässt. Ja, also hier steht es keine Passwörter sowas drin, aber ne, man findet auch schon ein paar Dinge. So, was kann ich noch machen? Ich kann Office-Dokumente kopieren. Dazu habe ich natürlich auch ein paar Office-Dokumente hier drauf. Und ich lasse das mal laufen und gucke, halt, oh. Das ist das Problem, wenn man immer in den Fenstern klickt, ich muss natürlich da den Fokus lassen, wo ich aufgehört habe. Muss ich nochmal machen. Das könnte jetzt geklappt haben, schauen wir mal. Ja, er hat ein Verzeichnis angelegt, Document, und jetzt habe ich alles Mögliche da kopiert. Ah, jetzt habe ich eine ZIP-Datei gefunden. Ja, und eben alles andere, ach, er hat hier die PNG nicht gefunden, okay. Da waren eigentlich noch ein paar mehr drin, aber alles, was er denn so hat, was er so findet, ich kann sagen, entweder kopiere mir alles, wenn der Platz groß genug ist, ich will nur die PowerPoints, ich will nur die Word, ich will nur die Excel oder ich will dies und das. Das kann ich natürlich im Skript so angeben, was ich gerne haben möchte. Und dann kopiert er mir das rüber. So, einer meiner Lieblings-Payloads, manchmal mache ich das auch unter diesem Titel, ne, eine Host-Datei manipulieren. Das ist das, was wir jetzt machen. Dazu zeige ich die erstmal, wie die aussieht. So sieht sie aus. Hört bei Zeile 28 auf. Wer Host-Datei kennt ihr? Wisst ihr, wofür die da ist? Ich sehe viel Nicken. Okay. Wir sind uns einig, wenn ich da was eintrage, ist das keine gute Sache für den Besitzer des Systems, ne? Ja, okay, gut. Und nämlich das mache ich jetzt. Manipuliere Code, ich lasse es laufen. Und das ist ein recht einfaches Skript. Ich schreibe einfach ans Ende das, was ich gerne haben möchte. Ich gehe jetzt wieder zurück und da seht ihr schon, guck, da steht was Neues drin. Das heißt, wenn ich jetzt auf Facebook gehe, ich habe jetzt auch gar kein Internet, aber selbst wenn ich eins hätte, ne, wenn ich jetzt auf Facebook gehe, lande ich irgendwo anders und wenn ich example.net oder www.example.net angebe, dann löst er das auf zu der IP-Adresse 4x0 und das ist so quasi wie ein DOS. Also da macht er gar nichts, findet er nichts. Ja. So, und das Interessante und Gefährliche dabei ist natürlich, wenn ich hier eine Seite demjenigen unterjubel, die er gerne oder häufig benutzt. Ich mache eine Kopie und packe die Kopie auf meinen Server oder auch in das interne Netz, was ich hier aufbaue. Und ich gebe die entsprechende IP-Adresse an. Wenn er dann im Browser facebook.com eingibt, dann landet er nicht mehr beim Facebook, sondern auf dieser kopierten Seite, die ich dann kontrolliere. Und wenn dann Username und Passwort eingegeben wird, dann kopiere ich mir die eben lokal irgendwo hin. Mach sofort einen Redirect auf die echte Facebook-Seite und dann passieren zwei Dinge. Also entweder er ist ja noch angemeldet, weil er schon mal war, oder er muss sich nochmal anmelden, weil er sich immer regelmäßig abmeldet und denkt dann vielleicht, oh Mist, habe ich vertippt. Er muss Passwort und Username-Passwort nochmal eingeben. Also man merkt es kaum, dass da was passiert. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf den Browser gehe und ich habe
example.net, da lässt sich gar nicht mehr auflösen. Da sagt er, findet ihn nicht mehr. Und das andere war Facebook. Facebook, da müsst ihr eigentlich den lokalen finden. Ich habe hier nämlich was laufen. Ach da, den hier. Den hätte er eigentlich anzeigen müssen. Aber vielleicht habe ich da was eingerichtet, dass er nur auf die 1 hört. Ja, hatte ich, hier. Also ich habe beide gemacht, das www als Alias. Ah, nee, bei Facebook nicht. Bei Facebook nicht. Guter Hinweis. Na, dann muss ich mal mein Skript anpacken. Die 2 gehört da natürlich nicht hin. Facebook auch nicht .de, sondern com. Ja, so. Mal schnell kurz angepasst, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, der hat wahrscheinlich, das ist das Problem. Manchmal hilft es, ein privates Fenster zu nehmen. Die Hostdatei nicht gespeichert. Die müsste er gespeichert haben. Doch, eigentlich hat er die gespeichert, sonst hätte er hier oben, ne? Also ich habe Steuerung S. Machen wir nochmal. Retry as Admin. Steuerung S. Ne? Stimmt, hat er irgendwas? Will er da nicht. Ja, VS Code als Admin öffnen sollte funktionieren. Ja, dann funktioniert es. Sonst muss ich das mal eben mit der. Habe ich hier nicht ein Textpad auch drauf? Genau. Wenn du das Skript das einfach noch hinzufügst und das nochmal laufen lässt, dann hast du halt 2. Ja, kann ich auch. Ja, das stimmt, das kann ich auch eben machen. Komm, dann machen wir so eben direkt. Auf dem Rechner ist nicht so viel drauf, den habe ich nur für diesen Zweck. wo ist das Skript? PornPy. Das ist. Auch gar nicht mal so schlecht. Dann kann man mal sehen, wie man das recht einfach, wenn man auch selber so merkt, oh, das hat jetzt nicht so funktioniert. Das soll er echoen. Dann möchte ich das www.facebook.com auch haben. Dann einmal speichern. Ich habe mir immer oben drüber geschrieben, wie heißt das Skript, weil wenn ich das speichere, dann ist das beim ersten Mal leer oder er merkt immer nur den letzten Namen. So, jetzt ist es gespeichert. Das heißt, jetzt kann ich mit dem Handy das nochmal, ich muss natürlich jetzt nochmal laden, weil ich es ja quasi auf dem PornPy geändert habe und deswegen nochmal laden, damit das hier auch hat. Es ist natürlich noch ausgewählt. Machen wir nochmal. So, wir gucken auch mal hier ganz unten, was da so steht. Und da sehen wir, na, da hat das jetzt. Dann einmal ausführen. Der hat den noch. Zack. Genau, jetzt hat das vielleicht ein bisschen doppelt, macht nichts. Jetzt sollte es funktionieren. Und wenn nicht, dann habe ich da doch keinen Server am Laufen. Dann habe ich den dummerweise deaktiviert. Doch, da war doch schon richtig. Da hat er. Da. So, den will ich. Ich mache nochmal neu. Im Private Facebook.com. Ja, okay. Der macht immer HTTPS davor, das machen die Browser, die packen da immer so viel davor. Das ist manchmal ein bisschen abenteuerlich. Ich habe jetzt auch kein Internet, aber der packt das S immer wieder hin. Ich habe das schon mal versucht, aber ja. Das ist ein NS-Lookup zumindest mal zeigen, dass es funktioniert. Ja, das stimmt. Mache ich nochmal mit dick NS Lookup.
Wie heißt er denn? Facebook.com Unknown. Der sollte die nehmen, weil die ist ja eingetragen, dass er die zuerst nimmt, die Host-Datei. Ja. Das kann sein. Ich nutze den normal, ich bin normal unter Linux oder Mac zu Hause. Ne? Das heißt, in das Lookup muss ich auch mal gucken, wie funktioniert denn der. Und dann nimmt man einen Dick. Wenn ich aber, das kann ich immer machen, wenn ich aber hier, dann müsste ich eigentlich. Nee. Nee, hab jetzt keinen. Ich dachte, ich hätte hier noch ein WSL mit einem Kali oder sowas. Ja. Aber ein Ping kann man machen, genau, ein Ping, dann müsste es sehen. Also facebook.com. Bei Ping nimmt das auf jeden Fall und da seht ihr, hat die 127.001. Ne? Also das funktioniert. Das war wahrscheinlich eben so ein NS-Lookup-Problem hier. Nimm mal Edge. Ich hatte ja den Edge. Das ist der Edge. Auf jeden Fall einen anderen Browser nehmen. Ich habe vielleicht noch den Chameleon habe ich hier noch drauf. Ja. Ja, so entwickelt sich das zum Workshop, finde ich auch gut. Das sind immer so ein paar Stellen, da habe ich immer irgendwo, da steigt er aus und funktioniert mal das nicht so richtig. Ne? Das ist halt so ein echtes Live-Ding, da passiert das halt mal. Und da muss man mal gucken, wie man das hinkriegt. So, warum startet er den jetzt nicht? Hat er meinen Doppelklick nicht genommen? Aha. So, da war aber jetzt irgendwo anders. Machen wir hier mal HTTP, ich mach's mal richtig. Facebook.com. Weil der macht normalerweise keinen Schnickschnack. Ja. Dann habe ich tatsächlich bei den 7 nichts eingetragen, sondern das ist ein 1er. Wir können es noch. Wir haben ein bisschen Zeit, also einmal probiere ich noch was. Das müsste eigentlich. Eben hat das glaube ich auch genommen. Achso, zack. Nochmal. Nee, er macht das hier nicht, okay. Oh, machen wir mal. Kann ich den direkt. Also Windows springt immer so gerne hin und her. Wenn man in einem virtuellen Desktop ist und da sind alle Fenster weg, dann sagt er sich, oh ne, du willst doch bestimmt woanders hin. Machen wir es jetzt so und dann haben wir da kein Azure mehr. Da. Ja, ich versuche jetzt nochmal einmal das mit dem hier. Mal gucken, ob das jetzt geht. Komm, einmal noch starten. Ansonsten muss ich an eure Fantasie appellieren. Ups, das wird nicht funktionieren. Ich habe das auch schon mal gehabt, da habe ich was zeigen wollen mit Excel und Word. Habe das getestet, so eine Woche vor dem Vortrag. Einen Tag vorher auch nochmal, Gott sei Dank, weil Microsoft hat ein Update rausgebracht und es ging nicht mehr. Muss hier dann das anders machen. Also da steckt auch immer das Risiko dahinter, dass es auf einmal nicht mehr geht bei diesen Live-Dingen. Also, vertraut mir, normalerweise würde jetzt, also der, falls ein Server hinterläuft mit dieser IP-Adresse, würde jetzt da die Seite angezeigt werden. So, machen wir ein bisschen Platz. Wo waren wir? Wir haben. Genau, die Host-Datei manipuliert. Also das ist eigentlich eine ganz gefährliche Sache, ne? Weil da kann ich den hinlenken, wo ich gerne möchte. Und das festzustellen ist sehr, sehr schwierig. Und früher war das so, dass bei Windows jeder User die Host-Datei anpassen konnte und irgendwann hat man gemerkt, oh, keine gute Idee und seitdem darf das nur der Admin.
ist ja schon eine kleine Verbesserung, aber ihr seht hier schon, also wenn lokaler User Adminrechte hat, also in Firmen, ist das eine ganz, ganz schlechte Idee, ne? Weil dann genau solche Dinge passieren können. Das ist ja nur ein einziges Beispiel mit diesem Raspberry Pi. Da gibt es ja wahrscheinlich hunderte weiter, was da noch alles machbar ist, ne? So, ich könnte jetzt sogar weitermachen mit den Hashes, aber ich... Ja doch, machen wir ruhig mal mit denen weiter. Jetzt habe ich, ihr könnt es vielleicht hier sehen, zweimal das mit den Hashen drin. Ich habe es vor 2-3 Tagen das letzte Mal mit den Hashen hier gemacht, oder war sogar gestern. Es funktioniert, wenn ich jetzt Dump-Hashe mache. Allerdings habt ihr denn meine echten Hashe. Und deswegen habe ich so ein Ding gemacht, das nennt sich Fake-Hashes. Damit hier keiner das abfotografiert und nachher sagt, da lasse ich mal einen John drüber laufen, mal gucken, was der für Passwörter genommen hat. Also diese Fake-Hashe sind nur für Demo-Zwecke. Wenn ihr mal selber das macht, dann macht das ruhig richtig. Ich muss mal schauen, ob ich die Skripte irgendwo bereitstellen kann, dann könnt ihr doch mal reinschauen. Also da steht jetzt nichts Wahnsinniges drin. Aber so sieht das denn aus. Das heißt also, der dumpt denn die Hashe, die speichere ich mir irgendwo weg. Habt ihr denn hier auch in den Dumps mit drin? PW-Dump-TXT habe ich es genannt. Ja, der mag nur eine Instanz, also müssen wir den wieder zumachen, nochmal. Ja, die habe ich mir dann gedumpt. Das heißt, die nehme ich dann mit nach Hause und kann da in Ruhe einen John, einen Hashcat, was auch immer drüber laufen lassen. Also schön ein Cracking-Programm für Passwort-Hashe. So. Warum ist der jetzt so weit da? Wenn ich jetzt vielleicht Dinge machen möchte, wo ich ein bisschen mehr für brauche, also den Mimikatz, ne, mit wirklich den Systemrechten, dann kann ich auch nochmal eskalieren. Und zwar hier, damit mache ich mich zum System-User. Mal gucken, habe ich da den Fokus noch? Ja, habe ich. Ich lasse es mal laufen. So. Und jetzt seht ihr einen Unterschied bei dem schwarzen Fenster. In beiden steht Administrator drüber. Beim ersten, beim WhoAmI, war ich der User, der angemeldet ist. Und hier bin ich NT-Autorität System. Also mehr geht nicht. Jetzt kann ich eigentlich alles machen. Ja, das heißt, jetzt könnt ihr in dieses Tool-Verzeichnis reingehen, Hashcat laufen lassen mit allen möglichen Privilegien, ne, Memory dumpen und. Ja. Und also alles, was ich per Tastatur und Maus machen kann. Ne? Maus finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht genau, wo ist das Fenster oder wo ist der Button, den ich klicken muss. Aber Maus, Tabulator-Taste, Shift-Tab mal für zurück, Alt-F4, alle das Gedöns kann ich machen. Schauen wir mal, was ich noch habe. Ich glaube, da kommt dann nur das Aufräumen. Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Ja, genau. So, das Aufräumen ist auch immer ein bisschen, habe ich die richtige Reihenfolge noch, weil wenn ich den zurückgehe, ne, dann kann es sein, dass eine andere Reihenfolge kommt. So, Fenster sind alle weg, aber ich habe noch hier den Defender und die Lautstärke, oder der Sound, der ist noch deaktiviert. Ich reaktiviere mal den Defender. So, ist wieder grün. Ja? Und dann brauche ich nochmal den Sound zurück. First Sound Device. Los geht's. Ich habe da mal zwei gemacht, weil das ist, glaube ich, ein Tab-Unterschied oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich meine, ein Tab wäre es gewesen, ne? Zwischen First und Second oder Third, ne? Device. Da muss ich ein bisschen anders klicken.
Man sieht, es ist schon wieder da, aber das ist jetzt nur das über HDMI. Und wenn ich mein Originales auch wieder haben will, dann müsste ich das auch noch aktivieren. Da ist er. Aktivieren. Bup. DW, das war's. Das kann ich alles mit dem kleinen PornPy machen. Das war ja so eine ganz, ganz kleine Auswahl. Und ihr seht, wenn man sowas auch tatsächlich machen möchte, dann muss man schon viel vorher ausprobieren. Das System kennen, wo mache ich was. Außer das sind ganz, ganz einfache Sachen, Kleinigkeiten. Ja. Aber die Versionsunterschiede, also wenn ich das jetzt mit Windows 11 machen möchte, Defender deaktivieren, da werde ich vermutlich eine andere Tab-Reihenfolge haben. Tab, Klick, Enter, was auch immer. Das muss man auf das jeweilige Zielsystem so ein bisschen anpassen. Was aber immer geht, das sind die ganz normalen Befehle, sowas wie Copy. Ihr habt gesehen, ganz am Anfang, USB-Device hat er sich auch angemeldet. Und dann Dokumente kopieren, da brauche ich keine Adminrechte für, das geht so. Da schlägt auch kein Defender an, den muss ich nicht ausschalten. Dann macht es auch keinen Piep zwischendurch, lasse ich halt so. Ja, und das Ding selber, ich bin jetzt fertig, ich ziehe ihn mal raus, dass ich ihn mal kurz zeigen kann. Das ist jetzt noch recht groß. Wenn ich ein bisschen Geld habe, dann schmeiße ich den ganzen Kram runter hier, den ich nicht brauche. Dann wird das schon kleiner. Und solche Tools gibt es, soll es geben, in, sag mal, entsprechender Form, eingearbeitet in ein USB-Kabel. Die Kabel kosten vielleicht 200 Euro, aber da ist alles das, was ich da brauche, schon im Kabel mit drin. Oder hier, doppelseitige Klebefolie. Ich habe jetzt so ein bisschen durchsichtiges Plastikgehäuse. Das klebe ich irgendwo unter, gerade wenn ich irgendwo die Rechner vielleicht noch unterm Tisch stehen habe oder Laptop. Ne? Das merkt man nicht. Oder mit der Dockingstation. Nimmt man zwar seinen Laptop mit, aber der Rest bleibt da. Ne? Und jedes Mal, wenn ich dann wiederkomme, dann bootet das Ding. Also für Unternehmen ist das eine aus meiner Sicht nicht zu unterschätzende Gefahr, solche Dinge. Und viele Unternehmen, die ich jetzt kenne, die haben das auch nicht mehr, dass die Mitarbeiter Adminrechte haben. Kleinere, bei denen ist das so. Ja, also die erlauben ihren Mitarbeitern noch selber Sachen zu installieren und das ist hochgefährlich. Ja, die haben meistens auch gar keine eigene IT, nur jemand, der sich da ein bisschen mit mal drum kümmert. Irgendwann wird es die erwischen und dann ist das eine ganz, ganz schlechte Idee gewesen. Also mein Appell eigentlich an dieser nach dieser Demonstration ist, wenn ihr irgendwo in Firmen arbeitet und da Mitspracherecht habt, versucht die Adminrechte für den Mitarbeitern zu disablen, dass sie sowas nicht haben, weil ihr holt euch richtig Schere rein ins Haus. Wer schon mal in einem Unternehmen oder wer in einem Unternehmen ist, das schon mal angegriffen wurde, vielleicht mit Ransomware, gibt es hier welche, die sich trauen, noch zu melden? Ja, also ich denke, da wird eine kleine Dunkelziffer da sein. Also hier gingen jetzt mal so ungefähr 5 Hände hoch. Dann wisst ihr, was für eine Arbeit das ist, das wieder aufzuräumen. Ja, das hat keinen Spaß gemacht, oder? Ja. Und hat wochenlang oder monatelang euch beschäftigt. Je nach Größe des Unternehmens und wie die Netzwerkstruktur aussieht, kann das also ganz schön hässlich werden, arbeitsintensiv werden. Und das möchte man dann auch nicht. Ne? Und dementsprechend kostet das auch viel Geld, ne? Das wieder rückgängig zu machen. Und wer dann feststellt, Mist, wir haben ja nie probiert oder getestet, ob unsere Backups auch sich wieder restoren lassen. Ja, viel Spaß, ne? Also, damit wäre ich mit der Demo hier am Ende. Wenn ihr noch Fragen habt, los geht's. Ja, bitte sehr. Halt, wir haben ein Mikrofon. N? Damit diejenige, die das im Internet sehen, auch hören. Also drei Ideen. Das Erste, was ich gesehen hatte, das WLAN geht nur an und auszumachen, ja, so On-Off-Trigger.
Das würde ich vielleicht aber irgendwie so als Angreifer nur Sonntagabend 19 Uhr anhaben oder so, wenn definitiv niemand in der Firma ist. Ja. Das war so irgendwie das Erste, was ich jetzt gerade irgendwie einbauen würde. Dann nächste Idee, könnte ich auch einen gefakten Monitor vorgaukeln, dass ich die ganzen Fenster auf denen ausblende. Also ist irgendwie uncool, wenn jemand mit der Kaffeetasse davor steht und sieht, dass da irgendwie Fenster aufgehen und jemand rumtippt. Das wird schwierig, wenn, also, wenn du das nicht mit Tastatur und Maus hinbekommst, dann kannst du es hiermit auch nicht hinbekommen. Das kann dir keine Programme schreiben oder irgendwo rüberlegen. Ne? Also sobald du es mit der Tastatur hinbekommst, kannst du es hiermit auch machen. Das ist eigentlich... Ja. Und nächste Frage wäre, was kann ich denn so über HDMI anrichten? Weil die Großbanken, die Versicherungen haben heute eigentlich alle auf den Dell-Laptops, die sie den Mitarbeitern ausgeben, die USB-Ports ausgeschaltet. Ja, da. Genau, das ist eine, denn der nächste Schritt, das machen auch inzwischen gerade viele Firmen, gerade die größeren, die hier einen Port-Controller raufmachen und die ganzen USB-Ports ausschalten, nur noch bestimmte USB-Devices zulassen, nämlich die sie selber registriert haben. Und dann kann man das damit auch verhindern. Was mit HDMI möglich ist, da gilt eigentlich genau das Gleiche. Alles das, was ich mit der Tastatur machen kann. Also mit HDMI könnte ich ja dann wahrscheinlich einen gefakten Monitor vorgaukeln, oder? Denke ich mal, wenn ich irgendwie Treiber mitbringe. Oder ich wüsste jetzt nicht wie, aber mit entsprechender Kreativität hast du ja auch gesehen, wenn man was die Skripte so können. Das waren jetzt relativ einfache Skripte. Ich denke, da kann man eine ganze Menge mehr machen. Ich könnte ja auch noch irgendwas nachinstallieren aus dem Internet. Oder ich habe das auch mit drauf, Python. Ich kann das Python direkt starten. Da gehe ich in dieses E-Tools Python und habe ich zwar nicht im Pfad drin, aber dann gehe ich dahin und führe es von da aus. Und dann kann ich alles Mögliche nachinstallieren oder ich habe schon mitgebracht. Also alles, was ich mit Pip dann vielleicht vorher schon installiert habe an Modulen, habe ein Environment und starte dann das Environment und habe eigentlich schon alles, was ich brauche und sage so, und von hier aus lege ich jetzt los. Das heißt, das ist ja alles, was du mit Tastatur machen kannst. Und wenn du damit wieder da so eingreifen kannst, ja, dann gehört das Ding dir. Okay, danke. Ja. Gibt es weitere Fragen? Kann ich über die Skripte auch die GPIO-Pins von dem Raspberry Pi ansteuern und nutzen? Also ich musste jetzt zum Beispiel dran denken, so eine Presence Detection oder so, wenn eine Person vor dem Schreibtisch sitzt, schaltet sich das Teil aus. Ja, du, ich denke, also ich will es mal vorsichtig beantworten, weil ich es nie getestet habe. Ich denke, das ist möglich, weil solange ich das Ding, ich muss es mal wieder anschließen vielleicht. Ja. Ich glaube, das wurde gerade eben, dauert einen kleinen Moment. Ich habe das zumindest so aufgebaut, dass du auch noch ein zweites Netzwerk über USB hast. Das heißt, wenn ich jetzt hier, es müsste noch funktionieren, wenn nicht, mache ich einen separaten SSH. Jetzt hat das. Okay, dann machen wir es so. SSH auf 172, 16 ist es, glaube ich. 0.1 halt, ich muss den Namen ja angeben. So, das heißt, ich habe jetzt zwei IP-Adressen hier. Das ist die 16er, also 172.16 und die ihr eben gesehen habt hier im Handy, ist die 172.24. Das heißt, ich bin jetzt sogar direkt hier drinne und ich habe hier ein Kali Linux drauf. Das ist nicht die ganz aktuelle Version. Ich habe noch den alten Raspberry Pi hier. Für den neueren braucht ihr eine neuere Version. Der Markus Menges hat da vor einiger Zeit das abgegeben, hatte keine Zeit mehr, das weiterzuentwickeln. Wie ich finde, hat er eine super Arbeit da geleistet. Und das heißt, also hier kann ich jetzt zumindest auf dem Raspberry Pi auch nochmal alles Mögliche machen und auch an Schnickschnack mir reinlegen.
Das heißt also, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, natürlich die Pins zu steuern oder abzufragen. So, jetzt ist nur die Frage, wenn ich da jetzt so einen Pin abfrage oder einen Status abfrage, wie mache ich daraus jetzt ein Event dafür? Na, das habe ich nie ausprobiert, müsste aber auch gehen. Deswegen sage ich es mal ein bisschen vorsichtig. Okay, danke. Mhm. Ja, ich frage mich, wie kann man denn sicherstellen, dass man genug Delays eingebaut hat? Also jetzt gerade bei grafischen Anwendungen weiß man ja nicht und gerade bei for Windows Reasons weiß man ja auch nicht, dass die App jetzt gerade aufgegangen ist, dass ich genau jetzt klicken kann. Auch das Admin-Fenster braucht ja manchmal ein bisschen, bis es angezeigt wird. Oder auch bei Systemen, ja, die noch mit HDDs laufen. Ja, das ist ja das Problem, was ich auch hatte, dass ich immer nicht... Ja, oder dass ich mich rannähern musste beim Schreiben der Skripte. Wie viel Delay kannst du denn einbauen? Ja, auf der einen Seite will ich nicht zu lange warten, auf der anderen Seite sollte das auch nicht abbrechen, weil er noch irgendwas im Hintergrund macht. Ich habe es großzügig gemacht. Also eine Abfrage, bist du jetzt fertig, gibt es hier nicht. Also können mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie funktionieren kann. Weil da müsste ich ja ein Event abfragen können. Das kann ich hier nicht. Ja, eventuell im Statuscode, aber ich glaube, das wird zu schwierig. Also da ist es einfach, macht die Delays hoch genug. Okay, ja, hat mich jetzt nur einmal interessiert, ob es da irgendwie was gibt. Danke. Hm? Ich kann ja quasi den Hebel setzen, ob das tatsächlich als Drive angezeigt werden soll. Hm? Geht es dynamisch im Skript? Weil so ist es ja relativ auffällig, also... Wenn ich dieses Fenster auch habe und dann ist plötzlich als Hot Drive da, dann werden die meisten User wahrscheinlich denken, okay, was ist das? Ja. Und dann habe ich vielleicht einen Moment, in dem ich Daten exfiltrieren möchte, ja, und dann das wieder ausschalten, so, damit es relativ unauffällig ist. Geht sowas? Ob das jetzt so geht, weiß ich nicht, aber du kannst natürlich unter Umständen das zeitgesteuert starten. Also dass du sagst, das Ganze soll erst starten, also booten um die und die Uhrzeit. Vielleicht noch mit dem Trigger und danach soll es gleich wieder alles ausfahren. Müsste man im Detail probieren, ob das jetzt auch ob ich jetzt einzelne Services davon einfach on demand starten kann, also in Echtzeit, das weiß ich nicht. Okay, ja, vielen Dank. Ich hätte auch noch mal eine Frage. Und zwar habe ich das in Firmen bisher häufig vorgefunden, dass man statt dauerhaft einfach Adminrechte zu haben, quasi das Passwort nochmal eingeben muss. Ja. Also immer, wenn die Rechteverwaltung aufpoppt, ist da nichts mit Ja und Nein, sondern halt, ja, Passwort. Ja. Ist das eine zufriedenstellende Lösung quasi, um die Sicherheit zu bewahren, oder kann man das auch irgendwie workaround? Viel, viel besser als Ja oder Nein, weil wenn ich jetzt der Angreifer bin, dann weiß ich ja das Passwort nicht, hoffentlich nicht. Und dann ist das... eine viel, viel bessere Hürde, als einfach nur auf Ja oder Nein zu klicken. Das ist ja auch das, was Linux oder viele Linux-Distributionen machen. Da musst du dann das Passwort angeben, entweder jedes Mal oder einmal. Ne? Oder für eine bestimmte Dauer einmal und dann nach einer Stunde oder nach zwei halt mal wieder. Ne? Das ist auf jeden Fall eine bessere Lösung, ne, als dieses Ja oder Nein. Noch besser ist, erst gar nicht die Adminrechte zu geben. Oder auch zu Hause mit einem User unterwegs zu sein, der keine Adminrechte hat und dann extra wechseln. Ja, oder wo man sich die nicht so einfach holen kann. Also gibt es keinen quasi schnellen Workaround, um das dann... Ja, der schnelle Workaround ist Adminrechte wegnehmen. Ja. Vielleicht in Anlehnung da drin, ich würde einfach ein Fenster aufmachen, also mit einem Programm, das ich auf den Raspberry packe, deshalb so aussieht wie diese Passworteingabeaufforderung und das Passwort mitschneiden. Ja. Es gibt ja dann auch dieses Steuerung Alt entfernen, was man drücken muss bei vielen Firmen, das genau das verhindern soll, dass man halt eine Tastenkombination hat, die, ja, extra dafür, ja, sorgt, dass ich in diesem Secure Screen bin, wo kein anderes Programm, ja, die Tastatureingabe mitschneiden kann. Und wenn du dieses Programm vorbereitest, ne, und mit auf dem Stick hast und einfach nur starten musst, dann ist das möglich. Genau. Ja, du musst es halt nur vorbereiten. Also das ist alles eine Frage der Vorbereitung. Also das Limit ist einfach nur das, wenn ich was anderes brauche außer Tastatur und Maus, dann geht's nicht. Bitte einmal durchgeben. Anschließend an die Frage,
kam jetzt gerade die Idee, eine GUI einfach aufpoppen zu lassen, die irgendwie nachgebaut ist. Ist dort was vorbereitet, um GUIs irgendwie entsprechend mit anzuzeigen? Weil hier? Nee. Weil das war ja gerade die Idee, einfach das Fenster sozusagen alles selber vorbereiten. Ja, aber im PornPy, der liefert da gar nichts weiter sonst mit, sondern bringt eigentlich nur diesen Werkzeug. Was heißt nur? Das ist ein wahnsinniger Werkzeugkasten. Ich habe das mit einem Bekannten gemacht, der kommt aus München, der saß auch in München. Ich war zu Hause in Berlin und dann haben wir eine Reverse Shell aufgebaut. Wir hatten das mal für einen anderen Vortrag vorbereitet und dann konnte er, hat den Rechner quasi übernommen. Ich konnte das Ding ganz abstöpseln. Er hat den geowned. Ne? Das heißt, er konnte die Reverse Shell auch immer wieder aufbauen, wann er die brauchte. Dann ist das Ding weg. Das heißt also auch so in dieser Kombination kann man das machen. Ja. Okay. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Also erstmal den PornPy, den gibt es schon Jahre. PornPy Aloha alleine schon Jahre. Vorgänger war eben nur PornPy. Und man sieht das auch vereinzelt in einigen Videos im Internet. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen gibt es nur kaum Videos. Das ist kaum bekannt. Haben wir hier auch gesehen. Ich hatte ja am Anfang gefragt, wer kennt das und wer jetzt noch im Stream ist, hat keiner die Hand gehoben. Also so unbekannt ist PornPy Aloha. Und das überrascht mich so ein bisschen, ne? Weil ähnliche Tools, ähnliche Bad USB kennt man. Ja? Und das hier finde ich viel, viel mächtiger. Auch wenn es einen kleinen Tacken größer ist, aber ich könnte es ja noch ein bisschen komprimieren. So, wer möchte noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Gibt es noch weitere Fragen? Da sehe ich noch eine. Ja, da sehe ich noch eine. Können wir vielleicht noch mal kurz auf den Tech-Stack eingehen? Was läuft da am Backend? Mit was werden die JS-Skripte interpretiert? Weißt du das zufällig? Nee, also was... Also eine Webseite, die du da aufgerufen hast. Ja, also in dieser Version läuft das Ganze auf dem Kali Linux. Ne? Das heißt also, die Basis von dem Raspberry Pi ist ein Kali Linux. Das startet ein Node-Server oder ein Python-Skript? Genau, und da ist vermutlich Node oder sowas drauf, das weiß ich nicht. Da müsstest du mal in die Repositories bei GitHub schauen. Ja, ich glaube, oder war das Go? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ja. Okay. Aber es ist relativ einfach rauszufinden, GitHub siehst du sofort, was da verwendet wird. Ne? So, eine noch. Ja. Kann man, also würde es gehen, dass man Screensharing betreibt, dass man Screenshots von den Bildschirmen schickt auf irgendeinen Server und dann auch per Remote die Maus und Tastatur bewegen kann? Ja, ich habe es nie ausprobiert, aber sobald du ja einen Screenshot mit Maus und Tastatur machen kannst und das irgendwo speichern kannst, was grundsätzlich ja möglich ist, ne, könnte ich ja speichern, dann, also ich müsste es ausprobieren, welche Tastenkombination ist das? Normalerweise, das Neuere ist ja bei Windows, ne? Windows Shift S war es, glaube ich. Ja, genau. Kann ich hier wahrscheinlich weiter tappen? Ja, kann ich. Und das andere ist das Snipping Tool. Das würde ich dann mit, ich glaube, Snipping heißt. Moment. Ach nee, das. Ja. Eigentlich will ich, nee, ich glaube, hier ist besser. Also Snipping, ne? Genau, Snipping-Tool. Und wenn ich das jetzt auch hier alles bedienen kann damit, ich habe es nicht ausprobiert, ne, dann kann ich es irgendwo hinspeichern und dann speichert das auf mein USB-Laufwerk, dann habe ich es. Ja, und wenn ich dieses Modell habe, ich zeige es gerne nochmal in der Präsentation. Ja, das war... Achso, da war es schon. So, ne? Und wenn ich dann hier noch so einen mobilen Router habe, auf den ich dann dafür auch nutze, weil der Internet auch noch hat, dann kann ich das auch ins Internet irgendwo reinpusten.
und dann habe ich das mehr oder weniger in Echtzeit. Also könnte man dann auch so remote die Maus steuern, so sage ich mal jetzt TeamViewer-mäßig, oder würde das nicht gehen? Müsste funktionieren, weil ich habe ja dann, wenn ich remote bin, also wirklich ganz weit weg, dann habe ich das Handy ja nicht mehr, bin ich ja außer der Handy-Reichweite. Das heißt, ich müsste die Skripte starten können von dem Kali aus, also auf dem, und da komme ich ja drauf. Hm. Und wenn ich das kann, das habe ich ja nie probiert, dann ist das möglich. Okay, danke. Aber das ist doch vielleicht, ich weiß nicht, wer so ein Raspberry Pi Zero zu Hause hat, das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, das alles mal auszutesten. Na, ich glaube, da habt ihr mal so eine kleine Challenge und vielleicht macht der eine oder andere dann das nächste Mal einen Vortrag oder ein Video bei YouTube, ne, was man damit nicht noch alles machen kann. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Praxis der Cybersecurity an Tom Gries. Yeah.